Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid bei der zweiten Mala-Yoga-Session. Heute ein Flow mit mir, mein Name ist Ivy und wir werden ganz spielerisch heute auf der Matte unterwegs sein, ganz viele neue Räume erkunden, um ein bisschen mehr Leichtigkeit und Freude zu finden, gerade in den momentan ja doch sehr angespannten Zeiten, ein bisschen Angst und Sorgen abzugeben und einfach wieder zum Lächeln zurückzukommen. Wir starten im Liegen. Mal hier ganz bewusst anzukommen. Ganz bewusst bei dir anzukommen. Bei deinem Körper. Mal tief ein über deine Nase. Mit einem Seufzen aus. Tief ein und aus. Ein letztes Mal tief ein und in dem Seufzen alles auszuatmen, was dich gerade belastet. Die Sorgen einfach in den Mattenboden unter dir abzugeben. Ganz bei dir zu sein. Langsam. Geh dein linkes Bein an. Greif mit beiden Händen dein linkes Knie. Bhastrikasana, such ein bisschen mehr Nähe von Knie und Schulter herzustellen. Vielleicht auch sanfte Bewegung nach links, nach rechts, ein sanftes Schaukeln und in deine Hüfte hineinzuspüren. Spüren, was für Raum sich dir dort offenbart. Löse langsam den Griff, streck dein linkes Bein hoch zur Decke aus und wenn möglich, greif mit deiner rechten Hand die Außenseite deines linken Fußes. Atme nochmal tief ein und über die Ausatmung zieh das linke Bein zur rechten Seite in Richtung Boden. Vielleicht die Hüften, genau das Gesäß, ein bisschen mehr in die Mitte schieben. Den Blick gerne über die linke Schulter fallen lassen, den linken Arm mit öffnen. Die linke Schulter wieder in den Boden fließen zu lassen, zur Erde. In die Außenseite des linken Beines, die äußere Hüfte. Ein letzter Atemzug. Langsam über deine Einatmung wieder zurückzukommen zur Mitte. Such den Griff zu halten und langsam die linke Hand an die Außenseite deines linken Beins zu bringen. Nochmal tief ein und über die Ausatmung jetzt zur linken Seite, um die Innenseite deiner Beine aufzuwecken. Vor allem die Adduktoren. Versuch hier loszulassen. Nochmal tief ein. Und aus, dein Gesäß in den Boden sinken lassen, deine Schulter und den linken Fuß. Dein letzter Atemzug hier. Und langsam die Einatmung zurück in die Mitte. Löse sanft den Griff um deinen linken Fuß und bring das linke Bein gestreckt, ganz langsam in Richtung Boden. Nimm dir einen Moment Zeit, nachzuspüren.
denn einen Unterschied wahrzunehmen von linker zur rechten Körperhälfte? Dann kannst du allmählich den rechten Fuß aufstellen. Löst den rechten Fuß, zieh das rechte Knie in Richtung deiner rechten Schulter. Beide Hände unterstützen. Bhastrikasana. Auch hier wieder zu schauen. Das ist vielleicht auch eine mehr schaukelnde Bewegung, eine kreisende Bewegung. Oder ein Festhalten, eine Nähe aufbauen. Hineinzuspüren. Hier in die rechten Leiste, in die Hüfte. Und langsam den Griff zu lösen. Streck dein rechtes Bein hoch zur Decke nach Möglichkeit. Greif die linke Hand jetzt an die Außenseite deines rechten Fußes. Wenn das nicht möglich ist, winke dein Bein mehr an. Und langsam über die linke Seite das Bein in Richtung Boden in den Twist hineinzuziehen. Krokodil ausgestreckt. Vielleicht wieder die Hüfte, das Gesäß ein bisschen mehr in die Mitte bringen. So deine rechte Schulter einfach in den Boden sinken zu lassen. Hier abzulegen. Ein letzter Atemzug ein. Und aus. Langsam über die Einatmung zur Mitte zurück. Such den Kontakt zwischen Hand und Fuß aufrecht zu halten. Langsam die rechte Hand nach oben. Und an die Außenseite deines rechten Fußes. Auch hier vielleicht bei Bedarf das Bein etwas anwinkeln. Und dann langsam zur rechten Seite rüber sinken lassen. Hier die Innenseiten nochmal aufzuwecken. Vielleicht das Bein angewinkelt in Richtung Boden bringen und erst am Boden mehr und mehr Länge finden. Oder direkt in der langgestreckten Variante zum Boden senken. Schick den Atem leicht nochmal die Innenseite des rechten Beines. Dort Weite und Raum entstehen. Langsam über die nächste Einatmung zur Mitte zurück. Versuch den Kontakt zu halten von Hand und Fuß. Löse sanft den Griff und führ dein rechtes Bein. Und langsam Zeitlupe in Richtung Boden. Am Boden angekommen. Die Anspannung aus dem Körper nehmen. Ein Nachspüren in die rechte Seite. Hat sich vielleicht etwas verändert. Und dann stell beide Füße auf. Löse die Füße vom Boden, zieh die Knie 2-3 Mal in Richtung Brustkorb heran. Gib dir selbst eine Umarmung, Apanasana. Halt vielleicht einen kleinen Moment in dieser Nähe. Dann löst den Griff und beginn dich langsam vor und zurück zu rollen. Ein sanftes Rocking and Rolling. Vielleicht nochmal jeden einzelnen Wirbel in den matten Boden ab. Ein letztes Mal. Und vorne einen aufrechten, bequemen Sitz finden. Vielleicht die Beine im Schneidersitz. Da Lotus, halber Lotus. Was sich für dich jetzt gut anfühlt in dem Moment. Vielleicht auch nochmal einen Moment die Augen schließen. Mal zu deinem Atem zurückfinden. Ein, die Aufrichtung.
und aus, das Absinken, das Loslassen, die Verbindung der Sitzhöcker am Boden. Dann lass langsam das Kinn zum Brustbein sinken. Roll das rechte Ohr zur rechten Schulter. Und über die Mitte das linke Ohr zur linken Schulter. Und ein paar Mal in diese Bewegung hineinzugehen. Deinen Hals, Nackenbereich aufzuwecken. Hineinzuspüren. Vielleicht magst du auch ganze Kreise mit dem Kopf zeichnen. Wenn sich das gut für dich anfühlt, doch hier in beide Richtungen ein Auftreten. Nicht mehr und mehr die Schultern in die Bewegung mitnehmen. Doch nochmal den ganzen Oberkörper kreisen lassen. Erkunden. Ein sanftes Hineinfließen, getragen von deinem Atem. Und langsam zur Aufrichtung, zur Mitte zurück. Spann nochmal die Schulterblätter, lass sie nach unten sinken über deine Einatmung für die Arme nach oben, Aufrichtung und Länge. Und die rechte Hand zum Boden ausatmen, über die rechte Seite ein Pulsieren, ein Aufwecken der linken Körperhälfte. Schau, dass der linke Sitzbeinhacker fester in den Boden zieht, ein bisschen mehr von deinem Körper weggerichtet. Über die nächste Einatmung, komm zur Mitte zurück, nimm beide Arme in die Länge, Aufrichtung. Aus, die linke Hand fließt zum Boden und der rechte Arm pulsiert über die Seite. Öffne deine komplette rechte Körperhälfte. Der rechte Sitzhöcker mehr im Boden verankert. Schiebt von dir weg. Und über die Einatmung, beide Arme fließen. Die Aufrichtung, die Länge, für die Hände zueinander. Verschränk alle 10 Finger und dreh die Handflächen hoch zur Decke. Hier nochmal ein Auseinanderziehen, ein Strecken, ein Strecken. Vor allem den Zeigefingerpartie hoch in Richtung Decke schieben. Und dann langsam bring deine Handflächen an deinen Hinterkopf. Fächer die Ellbogen weit auseinander wie Schmetterlingsflügel. Brustkorb weit geöffnet. Raum. Nochmal tief ein. Und über die Ausatmung zur rechten Seite. Linke Ellbogen zieht nach oben, rechter nach unten. Soweit das für dich angenehm und möglich ist. Jetzt hier die sanfte Öffnung in deinem Oberarm. Und einatmend komm zur Mitte zurück. Finde die Länge und aus zur linken Seite, das Auffächern. Und ein, komm zur Mitte zurück. Löse die Hände vom Hinterkopf, schieb nochmal die Handflächen hoch zur Decke. Und dann lass die Finger ganz sanft auseinander fließen. Löse sie sanft aus dieser Verbindung. Tief ein, mit der Ausatmung beugt den Oberkörper nach vorn. Such in Richtung Boden zu schmelzen. Vielleicht die Unterarme am Boden, vielleicht die Ellbogen, vielleicht auch die Stirn abzulegen. Die einfach hineinzusinken. 2, 3 bewusste, tiefe Atemzüge. Nochmal all das. Vielleicht noch in deinem Kopf und auch in deinem Körper ist, was du nicht gebrauchen kannst, einfach abzugeben, loszulassen. Der Bauchnabel unterstützt dich, zieht nach innen, oben, atme ein, roll dich Wirbel für Wirbel auf.
Ist dir Zeit dabei? Dann bring die Hände nach vorne, Übergang in den Vierfüßlerstand. Und in deinem Vierfüßler angekommen, Knie ungefähr unter den Hüften, Handgelenke ungefähr unter deinen Schultern. Ein Aufwecken, ein Katzenspiel, Katze-Kuh-Bewegung. Ein. Gib das Becken nach vorn, zieh die Schulterblätter nach hinten. Heb das Brustbein aus, kipp das Becken nach hinten, Steißbein zu den Fersen. Zieh die Schultern nach oben und lass deine Ohren in Richtung Boden sinken. Vielleicht noch zwei, drei Atemzüge ein, in die Kuhposition hinein. Und aus in diesen runden Rücken, in Katzenbuck. Nochmal ein in die Kuh. Und aus in deinen Katzenbuck. Und mehr jetzt spielerische Bewegungen hinzunehmen. Ein Erkunden auch hier, ein Aufkreisen, das sogenannte Rolling. Mehr Bewegungen aus den Schultern heraus, vielleicht auch mehr Bewegung aus deinem Becken. Lass gerne mal deine Hände wandern lassen, die Handgelenke ein bisschen mehr vorzubereiten, aufzuwärmen. Langsam. Mehr und mehr ein Fließen in eine langgestreckte Kindeshaltung über die Ausatmung. Ein. Streck die Arme nochmal weiter nach vorne, so dich auszudehnen in die Länge. Nochmal ein. In einen Vierfüßler nach oben. Stülp deine Zehen um. Schieb das Gesäß in Richtung deiner Ferse. Such deinen Rücken lang und gerade werden zu lassen. Arme schieben dich nach vorne. Aktivier die Fersen. Die Fersen schieben dich nach hinten. Versuch Stück für Stück die Knie zu lösen. Kraft aus deinem Bauchraum mitzunehmen und dann langsam aufzusteigen in Adho Mukha Shana. In den herabschauenden Hund. Tier. Ein Aufwärmen, vielleicht ein Auf und Ab der Fersen, auf der Stelle treten, laufen. Vielleicht auch mal die Fersen nach links, nach rechts schieben, nochmal die Hüfte mitzunehmen, den Seitkörper. Such den Rippenbogen mehr zu schließen, die Energie wieder in den Körper zu ziehen, bei dir zu behalten. Langsam. Beug deine Knie, atme tief ein und schieb dich wie eine Welle nach vorne in ein Brett. Atme aus, leg die Knie, Oberschenkel, Unterleib, Bauch, Rippen und Herz in Richtung Boden ab. Wie eine Welle, die sich zum Boden neigt. Von hier dreimal über die Atmung in eine Kobra aufsteigen. Tief ein, zieh das Steißbein zu den Fersen. Roll deine Schlüsselbeine nach vorne raus, heb dein Herz aus. Ein fließendes Absenken. Ein, wieder nach oben aufrollen. Schulterblätter senken sich nach unten ab. Und aus, ein Abrollen. Und tief ein letztes Mal in einer Kobra aufsteigen. Und aus in Richtung Boden. Stülp deine Zehen um. Schieb dich mit deinen Händen in Richtung deiner Fersen nach hinten.
Löse nochmal sanft die Knie, aktiviere die Arme, die Fersen, steig auf in den herabschauenden Hund und lauf mit ganz kleinen, feinen Schritten nach vorn. Versuch jeden einzelnen Schritt wahrzunehmen, auch die Veränderung, die in deinen Körper kommt. Komm langsam in deiner ganzen Vorbeuge an. Vielleicht die Füße hüftbreit geöffnet oder schon zusammen, vielleicht die Beine gestreckt oder noch gebeugt. Dass die Arme nochmal in Richtung Boden sinken. Hier nochmal den Kopf locker lassen, entspannen. Vielleicht nochmal ausschütteln, ein sanftes Ja, Ja, Nein, Nein. In deine Beine beugen und versuch mit deinen Sitzbeinhöckern achten, in die Luft nach oben zu zeichnen. Kreisende Bewegung. Hineinzuspüren über das Kreuzbein, dein Becken, die Verbindung von Unter- und Oberkörper. Eine letzte Runde. Wende dich sanft in der Mitte ein. Lass die Arme nochmal los. Beug ein bisschen deine Knie über die Einatmung. Roll dich Wirbel für Wirbel nach oben. Lass die Arme mit nach oben fließen. Immer weit nach oben raus. Die Aufrichtung, die Länge. Und lass die Arme über die Seiten in Richtung Boden absinken. Sehr schön. Vielleicht auch hier nochmal einen Moment deine Augen schließen. Komm an. In Tadasana, der Berghaltung. Spür die Verbindung deiner Füße mit dem Boden. Die Erdung. Die Kraft. Die Stabilität. Und über die Einatmung nochmal die Aufrichtung. Die Arme mitstreckt. Auseinander, Hastatadasana, die Länge, ausatmen, ganze Vorbeuge nach unten, du kannst die Knie ruhig ein bisschen anbeugen oder lange Beine, ein, eine halbe Vorbeuge, Hände in Richtung Boden oder zu deinen Schienbeinen, zieh die Schulter noch mal ein bisschen mehr zurück, aus, in Richtung Boden, Erde beide Hände, Gewicht in den rechten Fuß und bring das linke Bein nach hinten. Großer Ausfallschritt. Blick nach vorn. Lass dein linkes Knie in Richtung Boden sinken. Blick nach vorne. Gewicht in deinen Füßen. Atme ein. Streck dich nach oben. Anjaneyasana. Die Aufrichtung. Dein Becken, deine Hüfte strebt nach vorne. Möchte ein bisschen tiefer sinken. Öffnen des linken Adduktors. Nochmal tief ein und langsam die Arme über die Seiten. Streck dein rechtes Bein in Richtung Ardha Hanuman Asana und dass der rechte Arm geht unter den linken Garudasana. Vielleicht die Handflächen zueinander. Mal tief ein über die Ausatmung. Verbeug dich tief, zieh die Ellbogen in Richtung Bauch. Löse die linke Fußsohle vom Boden, nur noch die Ferse am Boden. Vielleicht tendieren die rechten Zehen leicht nach außen, um ein bisschen mehr die Außenseite, das IT-Band im rechten Bein zu spüren. Über deine nächste Einatmung schieb den rechten Fuß wieder in den Boden, schieb die Hüfte mit nach vorne, beug dein rechtes Knie und zieh die Ellbogen hoch in Richtung Decke in eine Rückbeuge hinein. Daumen ein bisschen mehr in Richtung der Nasenspitze. Wunderschöne Öffnung. Ein Halbmond. Langsam einatmen, komm zurück, löst die Arme, streck sie nach oben. Der rechte Arm sinkt ab und der linke Arm dreimal aufkreisen über hinten. Eine wilde, fließende, ausholende Bewegung. Und ein letztes Mal. Über die Einatmung beide Arme wieder in der Mitte nach oben. Aus, erde beide Hände. Stell den linken Fuß auf, löse dein linkes Knie, steig zurück in deinen herabschauenden Hund. Von hier ein Vinyasa, beug beide Knie, schiebt.
In eine Welle nach vorne in dein Brett ein. Über die Ausatmung in Richtung Boden, Chaturanga Dandasana. Ein, zieh dich nach oben herauf, schauender Hund oder Kobra. Und aus, wieder in deinen herabschauenden Hund zurück. Den Blick nach vorne zu deinen Händen. Beug beide Knie. Für die Einatmung, kleiner Sprung nach vorn oder mit zwei Schritten. Den Weg nach vorne zu deinen Händen. Aus, ganze Vorbeuge, ein Absinken. Und ein, langsam mit langem, geradem Rücken nach oben aufsteigen. Aus, die Hände zum Herzen, Anjali Mudra. Andere Seite ein, die Arme fließen nach oben, streck dich lang. Deine kleine Rückbeuge ein, aus, mit langem geraden Rücken, das Absteigen, Absinken, Verbeugen. Ein, halbe Vorbeuge, Länge in die Wirbelsäule. Aus, erde die Hände, das rechte Bein. In einem großen Schritt nach hinten, Brustkorb nach vorne, bring dein rechtes Knie in Richtung Boden. Vielleicht entspannt sich der rechte Fuß, vielleicht bleibt er aufgestellt. Blick nach vorne, Brustkorb nach vorne, atme ein, nimm die Arme mit Anjaneyasana. Die Aufrichtung hier, die Hüften schieben nach vorne. Einmal ein, breite die Arme schon zu den Seiten aus. Über die Ausatmung streck dein linkes Bein. Bring den linken unter den rechten Arm. Der Atem, zieh die Ellbogen in Richtung Bauch nach. Und über die Ausatmung die Verbeugung in Ardha Hanumanasana, dem halben Spagat. Löst vielleicht die linke Fußsohle, schieb nur noch die Ferse in den Boden. Leicht tendieren die Zehen leicht nach außen. Bisschen mehr die Außenseite im linken Bein aufzuwecken. Hier langsam schon den Blick heben, atme ein, erde den linken Fuß wieder bewusst im Boden, schieb den ganzen Körper nach vorn, langsam die Ellbogen hoch in Richtung Decke, Daumen in Richtung Nasenspitze, die tiefe Verbeugung, Rückbeuge. Nächste Einatmung, komm zurück, lass die Arme nach oben fließen, nochmal in die Länge. Der linke Arm darf entspannen und der rechte geht ins Aufkreis. Schau, dass sich der ganze Brustkorb mitbewegen darf, sich aufziehen darf. Hier zur offenen Seite. Eine letzte Runde im Kreisen der Bewegung. Ein, beide Arme fließen wieder nach oben, Anjaneyasana. Aus, erde beide Hände am Boden, steig zurück in deinen herabschauenden Hund. Und in ein Vinyasa, über ein Brett nach vorne ein, aus Chaturanga Dandasana oder eine andere Alternative. Über die Einatmung heraufschauender Hund oder Kobra, aus herabschauender Hund. Der Blick geht nach vorne zu den Händen, lauf oder spring Richtung deiner Hände nach vorne. Ja, schön. Ein halbe aus, die ganze und ein mit langem geraden Rücken, die Aufrichtung, Länge nach oben, aus, Hände zum Herzen, ein, schieb die Arme nach oben, finde deine Rückbeuge, Herz in Richtung Decke, aus, verbeug dich tief in der ganzen Vorbeuge, ein, halbe Vorbeuge. Vielleicht bleiben die Hände schon am Boden. Und aus, ein Sprung in Richtung herabschauender Hund oder zwei kleine Schritte, die dich zurückführen. Ein, direkt in eine Welle nach vorne, in dein Brett, Falakasana. Aus, der Weg in Richtung Boden, Chaturanga Dandasana oder über Knie, Brust, Kinn. Ein, der heraufschauende Hund, die Schulter noch mal ein bisschen mehr nach unten ab. Heb das Brustbein, das Herz aus, herabschauen. Ein, dein rechtes Bein findet Länge nach hinten oben raus. Öffne deine Hüften,
dass die Fersen Richtung Gesäß sinken, Knie zieht nach oben. Und über die Ausatmung zieht das rechte Knie nach vorne zum linken Ellbogen. Wir zeichnen eine 8. Über die Mitte zum rechten Ellbogen wieder nach hinten, oben raus, in die Hüftöffnung hinein. Noch einmal rechtes Knie zum linken Ellenbogen, zur Mitte, zur Seite, nach hinten, oben raus. Eine letzte 8. Rechtes Knie, linker Ellbogen, zur Mitte, zum rechten, nach hinten, oben. Streck nochmal dein rechtes Bein. Und ausatmen für den rechten Fuß an die Außenseite deiner rechten Hand. Stell den linken Fuß auf, gern parallel zur Mattenkante. Gewicht in beiden Füßen, Blick nach vorne, zieh den linken Arm nach vorne, über Kopf, ein, Krieger, zwei, zieh dich nochmal auseinander. Über deine nächste Einatmung, der friedvolle Krieger, die aus, schieb dich zurück, rechte Hand auf deinen rechten Oberschenkel, linker Arm zieht hoch ein, in die Länge, der gestreckte seitliche Winkel. Und über die Ausatmung zieh den linken Arm noch weiter. Nimm die Schulter mit. Beug dein linkes Bein, streck das rechte. Rechte Hand zum Boden, linker Arm fließt hoch in den Surfer Squat. Und wieder zurück. Dreimal jetzt im Fuß. In den seitlichen Winkel aufsteigen. Ein. Über die Ausatmung Weg nach unten. Und dich zur anderen Seite aufzuziehen. Zu schauen, wie tief darf der Surfer hier heute sein. Ein, der seitliche Winkel, das Öffnen. Und aus, nochmal in deinen Surfer. Linker Arm geht hoch, nimm den Brustkorb mit. Aus, in den seitlichen Winkel. Tief ein hier. Und eine letzte Runde in den Surfer Squat. Zurück in den seitlichen Winkel. Von hier, nächste Einatmung. Schieb dich direkt wieder in den friedvollen Krieger. Öffne nochmal die rechte Körperhälfte. Über die Ausatmung, Krieger 2. Der Weg geht weiter nach vorne in Richtung seitlicher Winkel. Mehr Gewicht in den rechten Fuß. Und dann langsam das linke Bein lösen. Die rechte Hand strebt in Richtung Boden oder weit nach vorne raus. Dein Brustkorb zu öffnen, die Hüfte zur Seite zu öffnen. Wunderschön. Und langsam geht der linke Arm über den Kopf. Nimm die linke Schulter mit. Dann die komplette linke Seite, bis sich die linke Hüfte mit absenkt. Und dann den linken neben den rechten Fuß. In die ganze Vorbeuge. Einatmen, wieder lang nach oben, aufrichten und aus, Tadasana, ein, fließ nach oben, Rückbeuge, Herz schiebt nach oben aus, ganze Vorbeuge, die Stirn in Richtung Schienbein, ein, absinken, ein, halbe Vorbeuge, nochmal Aufrichtung, Länge aus. Der Sprung oder die zwei Schritte zurück in den herabschauenden Hund. Ein, direkt in die Bretthaltung nach vorne fließt. Und aus. Chaturanga Dandasana. Ein, heraufschauender Hund. Aus, in deinen herabschauenden Hund. Ein, das linke Bein schiebt nach hinten oben raus. Das Bein aus der Hüfte rauszuschieben, von dir wegzuschieben, noch ein bisschen mehr Länge herzustellen. Und dann öffne die Hüfte, Ferse sinkt in Richtung Gesäß. Zieh das Knie nach oben. Von hier geht's wieder in das Zeichnen, die malerische 8. Linkes Knie zum rechten Ellbogen, zur Mitte, zum linken. Große ausholende Bewegung nach hinten in die Hüftöffnung hinein. Nach vorne, über die Seite, diagonal zur Mitte. Und eine letzte. 8. Eine kreisende Bewegung. Ein, streck dein linkes Bein nochmal weit raus.
aus. Führ den linken Fuß nach vorne, Außenseite deiner linken Hand. Stell den rechten Fuß auf, Blick nach vorne, rechter Arm zieht. Hoch, richte dich auf, Krieger 2. Mal tief ein, linker Arm zieht über den Kopf, entspann den rechten. Öffne die linke Körperhälfte, friedvoller Krieger aus, schieb dich nach vorne. Linker Unterarm ruht eventuell auf dem linken Oberschenkel, rechter Arm geht nach oben und zieht über deinen Kopf, Oberarm am Ohr. Tief ein, über deine Ausatmung das Absinken. Nimm den rechten Arm, die rechte Schulter, die rechte Seite mit. Beug dein rechtes Bein, streck das linke, rechter Arm zieht hoch. Und wieder zurück, schieb. Das sind ganz viel Mobilität, Beweglichkeit in deine Füße. Rechter Arm über den Kopf und wieder zurück. Die linke Hand unterstützt dich gerne am Boden. Zu schauen, wie tief geht mein Surfer hier heute. Ist das Gesäß eher oben oder schon in Richtung Boden abgesenkt? Noch einmal der rechte Arm nach oben. Wieder zurück. In den seitlichen Winkel hinein. Sehr schön. Aus dem seitlichen Winkel in den Krieger 2 zurückfinden. Ein, der sanfte, friedvolle Krieger. Und schieb dich nach vorne, als würdest du in den seitlichen Winkel wechseln. Langsam Gewicht in den linken Fuß, löst das rechte. Rechte Hand strebt nach oben, Brustkorb zur Seite geöffnet, Hüfte zur Seite geöffnet. Flex den rechten Fuß, gibt dir mehr Stabilität in der Hüfte. Und langsam zieht der rechte Arm über den Kopf. Nimm die Schulter mit, die ganze rechte Seite. Dass die rechte Hüfte sich absenken darf, rechtes zum linken Bein. Uttanasana, ganze Vorbeuge. Über die Einatmung wieder nach oben fließen, die Länge, Aufrichtung. Und aus. Anjali Mudra. Wir erweitern. Tief ein, streck die Arme nach oben. Rückbeuge. Aus. Lass dich nach vorne sinken, verbeug dich tief. Ein, die Länge in die halbe Vorbeuge. Aus, laufe der Sprung zurück in deinen herabschauenden Hund. Ein, die Welle, die nach vorne in dein Brett führt. Aus, in Richtung Boden über Chaturanga oder Knie, Brust, Kinn. Ein, Kobra, heraufschauender Hund. Aus, dein herabschauender Hund. Ein, rechtes Bein, Länge nach hinten oben, öffne direkt die Hüfte. Eine, acht, rechtes Knie in Richtung linken Ellenbogen, Schultern sind über deinen Handgelenk. Wieder nach hinten oben raus, dann zieh den rechten Fuß zur Außenseite deiner rechten Hand. Stell den linken Fuß auf, einatmen, nach oben aufziehen, Krieger 2, direkt in den friedvollen Krieger hinein. Dreimal im Flow, aus, seitlicher Winkel und das Absinken und zur anderen Seite in deinen Surfer Squat hinein. Schön. Und wieder zurück. Und die nächste Runde, bleib in deinem Surfer. Der linke Arm findet nochmal Länge und dann dreh die rechten Zehen mit. Bring beide Hände zum Boden. In einen Sprinter hinein, jetzt zum Ende deiner Matte gerichtet. Sich nochmal tief, beide Hände an die Innenseite deines linken Fußes. Lass den linken Fuß vielleicht mehr zur Außenkante der Matte wandern. Dreh die Zehen noch weiter raus. Halte dich mit deinem rechten Arm, löst den linken, atme tief ein. Vashistasana Variation. Und vielleicht findet der linke Fuß schon den Weg auf den rechten oder in eine Baumvariante hinein oder in eine Sternvariante, Bein lang gestreckt. Sehr schön.
Von hier tief ein, zieh den linken Fuß wieder weit nach vorne zu deiner rechten Hand. Komm hier sanft in Richtung Boden. Der Weg geht wieder zurück. Lass deine Arme fliegen und über Drehteller der Füße ein zum rechten Fuß fliegen. In den gestreckten seitlichen Winkel hinein, sehr schön. Nach oben aufziehen, einatmen, friedvoller Krieg. Ausschieb dich nach vorne, Gewicht mehr und mehr in den rechten Fuß. Vielleicht streht die rechte Hand schon zum Boden und du kannst das linke Bein lösen. Öffnen. Halte den rechten Arm hoch in Richtung Decke. Brustkorb. Sehr schön. Langsam fließt der linke Arm über Kopf. Nimm die Schulter mit, die ganze Seite. Deine linke Hüfte und dann dein linkes Bein. Uttanasana. Und einatmen. Richte dich nach oben auf. Aus. Tadasana mit Anjali. Ein, Arme fließen nach oben, rückbeugen. Aus, der Weg nach unten, ein Absinken, Abtauchen. Ein, Länge in die Wirbelsäule, zieh die Schultern zurück, schieb die Sitzbeinhöcker von dir weg. Aus, Erde, die Hände, lauf oder spring in einen herabschauenden Hund. Ein, die Welle, die nach vorne fließt, in das Brett. Von hier den Weg nach unten, Chaturanga Dandasana oder Knie, Brust, Kinn, Ashtanga Namaskar. Und aus deiner Rückbeuge wieder in den herabschauenden Hund zurück. Ein linkes Bein nach hinten oben raus, finde nochmal die Länge und die Öffnung in deiner Hüfte. Eine Acht zeichnen, linkes Bein zum rechten Ellenbogen über die Mitte zum linken, nach hinten in die Hüftöffnung hinein. Und hier nach vorne, Außenseite deiner linken Hand, den Fuß dort lautlos aufzustellen. Rechter Fuß, dich nach oben aufzuziehen, Krieger 2. Direkter Übergang, friedvoller Krieger, linke Handfläche hochzudecken und über den Kopf. Wieder zurück, seitlicher Wink, rechter Arm zieht über den Kopf, über die Seite. Ein Abtauchen dreimal in Richtung deinem Surfer, rechter Arm zieht hoch, nimm den Brustkorb mit. Und wieder zur anderen Seite, aufziehen, rechter Arm über den Kopf, ein Absinken. Und wieder aufrichten zur anderen Seite, wieder zurück, die letzte Runde. Zurück zu deinem Surfer, bleib einen Moment hier, heb wieder ein bisschen mehr das Gesäß und dreh alle 10 Zehen zum Ende deiner Matte raus, komm hier in den Sprinter hinein, die Hände an der Innenseite deines rechten Fußes, jetzt dreh die rechten Zehen noch weiter nach außen, dreh den linken Fuß auf die Außenkante, das linke Bein ist ganz stabil. Linker Arm, rechter Arm findet nach oben die Länge. Der ganze Brustkorb darf sich öffnen. Und vielleicht den rechten Fuß in Richtung deines linken Beines wandern lassen. Am Boden entlang. Volles Vashistasana oder eine Baumvariante. Oder der Stern. Mal ein, ausbreiten, entwachsen. Und von hier langsam den rechten Fuß wieder nach vorne führen, Sprinter hinein. Stell deinen linken Fuß wieder auf. Lass die Arme frei fliegen und flieg ohne Kontakt deiner Hände in Richtung deines linken Fußes. Aufziehen, ein in den friedvollen Krieger hinein. Langsam vorne, Chandrasana. Rechter Arm zieht über deinen Kopf und die Schulter mit. Die rechte Seite, die rechte Hüfte. Ins rechte Neben. Uttanasana, ganze Vorbeuge. Atme tief ein, richte dich nach oben auf. Steig auf. Hasta Tadasana. Vielleicht eine Rückbeuge. Aus. Tadasana. Und Anjali Mudra. Die letzte Runde. Atme ein.
Steig auf, finde deine Rückbeuge. Aus, mal ein tiefes Absinken, ein tiefes Verbeugen. Ein, finde die Länge in der halben Vorbeuge, schieb die Sitzbeinhöcker zurück. Aus, ganze Vorbeuge. Winke dein rechtes Bein an. Das linke nach Möglichkeit durchgestreckt, der linke Arm einatmet, nach hinten oben aufkreist. So einen großen Kreis zu zeichnen. Dreimal. Wieder weiter und Raum in den Brustkorb zu bringen. Leichtigkeit. Und beim vierten Mal ein, nimm das linke, den linken Arm nach hinten, nimm den linken Fuß mit. Der Übergang hier in Chandrasana, deinen Halbmond hinein. Such ein bisschen mehr den Brustkorb zu heben und zu öffnen zur Seite. Den linken Fuß wieder flexen. Dann langsam beug dein Standbein. Mehr und mehr, dass du den linken Fuß in Richtung Boden absenken kannst. Und ein, dich nach oben aufziehen, friedvoller Krieg. Sehr schön. Und aus, seitlicher Winkel. Das Abtauchen in deinen Surfer hinein. Wieder zurück. Noch einmal in Richtung Surfer. Dann lass die linke Hand in Richtung Boden sinken. Dreh alle 10 Zehen und auch deine Hände in Richtung Ende der Matte. Komm wieder in deinen Sprinter. Ruhig den linken Fuß ganz weit an die Außenkante der Matte aufstellen. Möglich. Dreh die linken Zehen, den rechten Fuß auf die Außenkante. Atme ein, linker Arm fließt nach oben. Vashisdasana. Löst den linken Fuß vom Boden. Und entweder in eine Baumposition, einen Stern, in eine gebundene Haltung hinein. Oder das linke Bein einfach auf dem rechten. Von hier langsam den linken Fuß einmal hinter den rechten in ein Wild Thing aufdrehen. Den linken Fuß zum Boden, dreh dich nochmal auf Herz, Hüft, ist hoch zur Decke. Freiraum, eventuell auch hier in ein volles Rad hineinzugehen. Wunderschön. Die linke Hand lösen, Gewicht in den rechten Fuß und zieh deinen linken Fuß mit nach vorne in Richtung deiner rechten Hand. Komm zurück. In den großen Ausfallschritt. Sehr schön. Steh dich nach vorne aus. Stell deinen rechten Fuß auf und flieg über den Mattenboden hinweg in Richtung seitlichem Winkel. Nochmal aufziehen. Einatmen in einen friedvollen Krieg. Aufrichten. Und ausatmen. Der Weg in einen dreibeinigen Hund oder ein Brett in ein Vinyasa. Übergang. Mal einfließen. Zurück in deinem Hund. Der Blick nach vorne. Lauf oder spring zu deinen Händen. Winke dein linkes Bein an, das rechte nach Möglichkeit gestreckt ein. Der rechte Arm findet den Weg nach hinten, oben und über vorn. Drei große Kreise in die Luft. Im Brustkorb die Möglichkeit geben, sich mit aufzurichten. Bei deinem vierten Mal, rechter Arm zieht nach hinten, löst den rechten Fuß, hebt dein rechtes Bein, vielleicht sogar parallel zum Boden. Rechter Arm, die Fingerspitzen ziehen hoch zur Decke. Den Brustkorb nochmal mit auf, zur Seite des Raums. Sehr schön. Winke dein linkes Bein an. Mehr und mehr den rechten Fuß sanft in Richtung Boden absinken zu lassen. Die Arme aufziehen in den friedvollen Krieger hinein. Langsam in den seitlichen Winkel. Im seitlichen Winkel. Übergang in den Squat. Beug dein rechtes Bein, streck das linke, rechte Arm zieht hoch. Einmal wieder zurück in den seitlichen Winkel. Der Weg zum Squat. Aufziehen. Sehr schön. Von hier die rechte Hand mit zum Boden nehmen. Alle 10 Zehen zum Ende der Matte drehen. Dreh das linke Bein auf die Fußaußenkante. Dreh die rechten Zehen mit. Rechter Arm findet noch
Die Länge, die Öffnung, sehr schön. Lass den rechten Fuß zurückfließen in Vashisthasana, in eine Variation deiner Wahl. Und von hier in Wiping, rechter Fuß geht hinter dein linkes Bein, dreh dich auf. Vielleicht der Übergang in ein volles Rad, Chakrasana. Schieb den Brustkorb nach oben, den Bauchraum nach oben. Und langsam wieder zurückzufinden, Wild Thing, löst den rechten Fuß und finde den rechten Fuß wieder zu deiner linken Hand und flieg über die Matte nach vorne. Dreh dich noch einmal auf, seitlicher Winkel, einmal. Das letzte Mal in den friedvollen Krieger hinein. Beide Arme fließen zurück, Windmühlenarme. Hände in Richtung Bodenübergang. In ein Brett oder den herabschauenden Hund, ein Vinyasa. Knie, Brust, Kinn, Chaturanga Dandasana, Cobra. Und noch einmal in einen herabschauenden Hund für 3, 4 Atemzüge. Das Nachspüren. Langsam bring die Knie zum Boden. Die Zehen zueinander, lass das Gesäß nochmal zu den Fersen sinken. Lass die Stirn in den Boden fallen. Erlaub deinen Armen, den Ellbogen, deinen Schultern in Richtung Boden zu sinken und loszulassen. Bauchnabel unterstützt dich, wieder zieht nach innen oben, roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Heb ein bisschen dein Gesäß, überkreuz deine Füße, halt das Gesäß nach hinten ab, streck die Beine aus und roll dich langsam in Richtung Boden für ein kurzes Shavasana. Öffne gern die Handflächen hoch zur Decke. Energietankstellen. Und ermöglicht den Schultern noch ein bisschen mehr loszulassen. Deine Zehen nach außen sinken. Auch den Hüften die Möglichkeit zu geben, dich einfach zu entspannen. Nochmal zurück zu deiner Atmung. Tiefe ein, in den Brustkorb, deinen Bauchraum und aus in jede Zelle deines Körpers.